Der Täter hat mit dem Stein mehrmals auf seinen Kopf eingeschlagen. Keine Fingerabdrücke. Habt ihr ihn schon identifiziert? Nikolas Ostermann, 16 Jahre. Geht in Pankow zur Schule, gar nicht weit von hier. Und bei seiner Mutter, Doris Ostermann. Wir haben sie noch nicht erreicht. Wer hat ihn gefunden? Ein Spaziergänger. Sieht nicht aus, als wäre der Mord geplant gewesen. Der Täter hatte keine Waffe dabei. Wahrscheinlich kam es zum Streit oder zu einer Auseinandersetzung. Und dann musste er improvisieren. Wir haben da so im Handy gefunden. Aber es zum Opfer gehört, müssen wir überprüfen. Okay. Nikolas Ostermann war Schüler des Jakob-Dedekind-Gymnasiums. Erschreckend ist, dass es auf der Schule einen weiteren Todesfall gegeben hat. Blanka Dubitzky, eine Mitschülerin von Nikolas, ist letzten Samstag aus dem 12. Stock ihres Wohnhauses in den Tod gesprungen. Knapp 24 Stunden vor ihrem Suizid ist ein Video von ihr online gegangen, das auf dem gesamten Jakob-Dedekind-Gymnasium die Runde gemacht hat und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Ich bin in meinen Lehrer Linus Kroll verliebt. Wenn ich bei ihm im Unterricht sitze, dann stelle ich mir vor, wie er mir die Kleider vom Leib reißt und tief in mich eindringt, mitten auf dem Tisch, vor den Augen all der anderen Schüler. Ich liebe dich, Linus. Das hast du doch niemals freiwillig gemacht. Wir hatten das online gestellt. Wir haben mit den zuständigen Kollegen gesprochen. Im Fall Dubitzky wird nicht mehr ermittelt. Es war eindeutig Selbstmord. Und die beiden Opfer, also Nikolas und Blanka, waren die befreundet? Sie waren gemeinsam in einer Klasse, aber... Wir haben auf Nikolas Handy 4 extrem gut gesicherte Ordner gefunden, allesamt mit Vor- und Zunamen versehen. Alessa Cordes, Armin Grimm, Georg Martens und Blanka Dubitzky. Alles Klassenkameraden von Nikolas. Was steht denn in den Ordnern? Die IT ist dran, aber die Daten sind sehr gut verschlüsselt. Der Junge wusste, was er tut. Maybe. Jungs, Stick and Poke Tattoo. Mit Nadel und Tinte, aber ohne Maschine. Hat er sich wahrscheinlich selbst gestochen. Was bedeutet denn das? Ein Name? Maybe. My Biene. Inge? Ich habe die Mutter Doris Ostermann endlich erreicht. Sie ist im Ausland. Ich habe sie also direkt informiert. Sie nimmt den nächsten Flug. Danke.
Entschuldigung? Kann ich Ihnen helfen? Mein Name ist Schumann, das ist meine Kollegin. Wenn mir der Kleine fällt, wir sind vom Landeskriminalamt. Ja, Ihre Kollegen sind in den letzten Tagen sehr häufig hier gewesen. Es war heute zu spät, ja? Immer noch früher wie er. Als er. Sie sind Linus Kroll, der Klassenlehrer von... Blanka Dubitzky. Ja, Sie können sich sicherlich vorstellen, wie schrecklich das für uns alle ist. Vor allem für Ihre Klasse. Meine Aufgabe ist es jetzt, mehr denn je für die Kinder da zu sein. Diese Tragödie aufzuarbeiten. Und Vorfälle wie diesen künftig zu verhindern. Es geht nicht um Blanka Dubitzky, sondern um Nikolas Ostermann. Er wurde heute früh tot aufgefunden. Was? Zweiter Suizid in einer Woche. Wir sollen die Kiste verkraften. Diesmal war es kein Suizid. Nikolas Ostermann wurde ermordet. Was? Wieso sind Sie sofort von einem Selbstmord ausgegangen? Blanka war ziemlich beliebt, deswegen haben wir doppelt so große Angst vor Trittbrettfahrern. Und Nikolas? War der auch beliebt? Nikolas war ja still und zurückhaltend. Ziemlich intelligenter Junge. In Informatik konnte ihm kein Lehrer was beibringen. Seine Gruppe hat auch den Dedekind programmiert. Den was? Das ist eine schulinterne Organizer-App. Die benutzen alle Schüler und ein Großteil der Lehrer. Das hat Nikolas programmiert? Quasi im Alleingang. Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie sonderlich viel Zeit miteinander verbracht haben. Was ist mit Ihnen und Blanka? Ich weiß wirklich nicht, warum Blanka so etwas behauptet hat, aber ich kann Ihnen versichern, dass ich niemals mit einer Schülerin... Ich meine, wie viel von Ihren Kollegen muss ich das noch erläutern? Was ist das? Das sind die Schüler und Schülerinnen, mit denen wir jetzt gern sprechen würden. Nur die drei? Alessa Cordes, Armin Grimm, Georg Martens. Als Polizist muss ich oft schlechte Nachrichten überbringen. Das ist mir selten so schwer gefallen wie heute. Euer Mitschüler Nikolas Ostermann wurde heute früh tot aufgefunden. Was? Nico ist tot? Du musst dich nicht melden. War es Selbstmord? Nein. Nikolas wurde ermordet. Was? Wo hat er gesessen? Da. Saß niemand neben mir? Nico wollte keine Sitznachbarn. Wer sitzt da drüben? Keiner. Hat da nie jemand gesessen? Nora saß da früher, aber die hat vor einem Jahr die Schule gewechselt. Warum? Hat sie uns nicht gesagt? Stress mit den Lehrern oder so. Waren Nikolas und Nora befreundet? Nee, Nico war viel zu schüchtern, um mit Mädchen zu reden. Warum befragen Sie eigentlich nur uns? Nikolas hatte auf seinem Handy Ordner mit euren Namen. Was für Ordner? Sein Handy. Es sieht so aus, als hätte er Daten über euch gesammelt. Wenn jemand den Grund kennt, dann spuckt's besser jetzt aus. Du weißt mehr darüber? Ich weiß nicht, was mit Nico war. Erst Blanka und jetzt er. Ich weiß nur, dass ihre Scheißfragen die beiden auch nicht zurückholen. Wenn wir den Dedekind extern programmieren hätten lassen müssen, ich weiß nicht. Nikolas hat der Schule damit jede Menge Geld gespart.
So. Das hier war sein Arbeitsplatz. Ja, und hier sollten alle Passwörter drin stehen, die Sie brauchen. Wenn Sie dennoch irgendwelche Fragen haben, ich bin da drüben. Okay, gleich. Video auf, wie du deinem Klassenlehrer die Liebe gestehst und dich dabei selbst befriedigst. Ziehe Frauenkleider an und posiere damit sexy vor der Kamera. Filme dich in Nazi-Uniform, während du dir einen runterholst. Komm her, das musst du dir ansehen. Nimm ein Video auf, in dem du dich als billige Hure anbietest. Was ist das denn? Nikolas war das? Das ist ja krass. Der hat die Nachrichten über Dedekind an seine Mitschüler verschickt. An Alessa, Armin, Georg und Blanca. Nimm ein Video auf, wie du deinem Klassenlehrer deine Liebe gestehst und dich dabei selbst befriedigst. Genau so ein Video ist doch von dir online gegangen. Nikolas hat das von ihr verlangt. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass es nicht von ihr ausging. Wussten die anderen, dass die Aufgaben von Nikolas sind? Über die App konnte er die Nachrichten anonym verschicken. Warum hat er so krasse Sachen von ihnen verlangt? Ja, diesen Ton, den hat er auch verschickt. Was ist denn das? Eine Sirene? Ja, das hört sich an wie unser Feueralarm. Übrigens, Anastas ist auf der Treppe draußen vor der Schule. Er hat sich wieder ein bisschen beruhigt. Darf ich näher kommen? Ich kann Sie ja wohl kaum davon abhalten. Ich weiß, wie hart es ist. Ein Scheißdreck, wissen Sie. Man denkt immer so, was passiert nur den anderen, oder? Keiner rechnet damit, dass die eigenen Freunde sterben. SNAFU. Was heißt das? System normal, all fucked up? Das ist doch nicht normal. Was hat es mit diesen schlimmen Aufgaben auf sich, die ihr bekommen habt? Keine Ahnung, wovon Sie da reden. Da stand, dass du dich in einem Video als Hure anbieten sollst. Das ist alles andere als normal. Sorry, aber ich muss jetzt echt gehen. Erst Blanca, dann Nikolas. Willst du jetzt noch warten, bis der dritte Mitschüler stirbt, bevor du mit uns redest? Ich kann nicht. Nicht hier. Wenn du mit uns aufs Präsidium kommen willst, dann können wir dafür sorgen, dass das niemand mitkriegt. Zwei. Ihr könnt gleich mitkommen. Wir? Schielig. Du bist Miloš Dubický, der Bruder von Blanka Dubický, die vor einer Woche Selbstmord begangen hat. Du hast ihren Lehrer wegen dieses Videos verprügelt, das sie kurz vor ihrem Tod online gestellt hat, oder? Leck mich.
Warum hat Blanka dieses Video überhaupt aufgenommen? Sie wurde gezwungen. Sie hat eine anonyme Nachricht auf ihr Handy bekommen, genau wie du. Diese Nachrichten hat Nicolas über die Dedekind-App an euch verschickt. Was, Nicolas war das? Zieh dir Frauenkleider an und posiere sexy vor der Kamera. Hast du diese Nachricht bekommen? Nee, bei mir ist ja nichts aufgetaucht. Ich benutze die App aber auch kaum. Warum hat Nicolas dir das geschickt? Keine Ahnung, wovon Sie da reden. Wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, dann tut's mir leid. Aber mit den Todesfällen, da... Ich meine, wir waren ja alle zusammen in einer Klasse. Aber ich hatte nicht sonderlich viel zu tun mit denen. Und es wäre gut, wenn mein Vater davon nichts erfährt. Da du noch minderjährig bist, musste ich deine Eltern sofort informieren, als ich dich mit aufs Präsidium genommen habe. Dein Vater ist bereits auf dem Weg. Sie hat nicht mal einen Abschiedsbrief geschrieben. Früher hat Blanka mindestens 100 Mal am Tag gelacht. Und dann irgendwann überhaupt nicht mehr. Ich habe ja gemerkt, dass da was nicht stimmt, aber mit mir hat sie ja kaum noch gesprochen. Ich habe früher nie verstanden, wieso sie gerne lernt und gerne zur Schule geht und aber viel weniger verstehe ich, wieso sie es dann plötzlich nicht mehr getan hat. Warum bist du gerade heute in die Schule, um ihren Klassenlehrer zu verprügeln? Einen Tag nach dem Mord an Nicolas Ostermann. Nimm ein Video von dir auf, in dem du dich als billige Hure anbietest. Das hat er von dir verlangt. Hast du es gemacht? Warum? Machst du einfach alles so, was man dir sagt, ohne zu überprüfen, wer dahinter steckt? Nein. Da kam vorher eine Drohung, dass alles über mich veröffentlicht wird, wenn ich das Video nicht mache. Alle Videos, Nachrichten, Bilder, alle privaten Daten, die auf meinem Handy sind. Dann hast du dieses Video an den Unbekannten verschickt. Davon hast du niemand was erzählt? Nein. Was soll das? Sag du es mir. Keine Ahnung, ein nerviger Alarm. Sagt dir das nichts? Nein, was soll mir das sagen? Diesen Ton hat Nicolas dir geschickt. Irgendwas wollte er dir damit wohl mitteilen. Warte, ich habe mein Handy gar nicht dabei. Habe ich, glaube ich, in der Schule vergessen. Ostermann? Ist das der Bruder vom Weihnachtsmann? Nicolas Ostermann war ein Mitschüler deiner Schwester. Er wurde heute früh tot aufgefunden. Er hat die App an deine Schwester geschickt, in der er von ihr verlangt hat, dass sie dieses Video von sich macht. Was? Ich? Aber nicht, dass sie denken, dass ich das war. Ich kenne den Typen überhaupt nicht. Wirklich nicht. Wirklich. Ich, dass ich heute den Lehrer geschlagen habe, war nach einer Woche Trauer bin ich heute raus und da war nur noch Hass und Wut und ich dachte, Blanka hätte sich in den Typen verliebt und dass er sie abgewiesen hätte und sie dann. Ich halte dich nicht für Nicolas Mörder. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass sein Tod etwas mit dem Suizid deiner Schwester zu tun hat. Haben Sie den Verstand verloren? Film dich in Nazi-Klamotten und hol dir dabei einen runter. Das hat er von dir verlangt, oder? Hast du es gemacht? Natürlich nicht. Warum hat er das von dir verlangt? Keine Ahnung, weil er witzig sein wollte, weil er mich terrorisieren wollte. Herr Grimm ist hier.
Dankeschön. Es tut mir leid, dass wir uns unter diesen Umständen kennenlernen. Ich bin die Anwältin des Regierungssprechers. Dr. Liebetraut, schönen guten Tag. Ich muss Sie davon in Kenntnis setzen, dass Armin Grimm noch minderjährig ist. Er ist zu keiner Zeugenbefragung verpflichtet, solange keine gerichtliche Vorladung vorliegt. Papa, die haben nicht nur mich mitgenommen, die haben fast alle mitgenommen. Hm. Ja, dann warten wir draußen auf mich, ja? So. Bitte, jetzt sagen Sie doch mal, was hier eigentlich genau los ist. Wenn wir erst wissen, womit genau wir es hier zu tun haben, finden wir dafür auch gemeinsam eine Lösung. Das ist sehr freundlich, dass Sie kooperieren wollen. Wir ermitteln in einem Mordfall. Ihr Sohn hatte regelmäßig Kontakt zu dem Opfer. Mord. Ja. Bei Armin Grimm ist nach dem Suizid seiner Mitschülerin Blanka Dubitzky eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert worden. Das heißt, was immer er hier ausgesagt hat oder geglaubt hat, ausgesagt zu haben, kann bei einer Anklage vor Gericht nicht verwendet werden. Herr Grimm, Ihr Sohn ist nur einer der Verdächtigen. Aber da Sie sich jetzt schon mal die Mühe gemacht haben, extra hierher zu kommen und ja auch an einer gemeinsamen Lösung so interessiert sind, können Sie mir vielleicht ein paar Fragen zu der Beziehung zwischen Ihrem Sohn und dem Opfer Nikolaus Ostermann beantworten? Über seine Beziehungen weiß ich nichts. Sind Sie sicher? Sie würden Ihrem Sohn vielleicht sehr helfen damit. Nikolaus hat Blanka und den drei anderen die Aufgaben anonym über die App geschickt. Sie sollten sich selbst bei sexuellen und demütigenden Handlungen filmen. Alessa hat zugegeben, so ein Video gemacht und auch verschickt zu haben. Sie wusste nicht, dass Nikolaus der Empfänger war. So wird es auch bei Blanka gewesen sein. Die IT ist noch dran, Niklas' Handy zu entschlüsseln. Sie haben in der Informatik AG ähnlich verschlüsselte Ordner gefunden. Armin und Georg haben behauptet, dass sie überhaupt nichts von den Nachrichten wussten und damit auch geleugnet, solche Videos überhaupt gemacht zu haben. Das glaube ich nicht. Die entscheidende Frage ist ja, warum wollte Nikolaus sie derart demütigen? Das ist ja mehr als nur ein Jugendstreich. Das ist eine geplante, krasse und auch wirklich ganz gezielt durchgeführte Aktion, um sie fertig zu machen. Die Mutter von Nikolaus Ostermann ist in Berlin gelandet. Ihre Schwester bringt sie jetzt nach Hause. Der Mann? Mein Name ist Schumann, LKA. Ich konnte nicht genug für ihn da sein. Waren Sie beruflich viel unterwegs? Ja. Ich bin Kuratorin, ich arbeite oft im Ausland. Aber er war so selbstständig. Und sein Vater? Er interessiert sich nicht für uns. Wussten Sie, dass Nikolaus die Dedekind-App benutzt hat, um anderen Schülern anonyme Nachrichten zu schicken? Anonyme Nachrichten? Er hat Schüler bedroht. Hat ihnen erniedrigende Aufgaben gestellt. Teilweise sexueller Natur. Und er hat verlangt, dass sie sich selbst dabei filmen. Ich kann mir nicht vorstellen, das ist nicht seine Art. Dürfte ich mich mal im Zimmer Ihres Sohnes umschauen? Maybe.
Warum meldest du dich nicht mehr? Nico, was ist los? Nico? Hey, bist du online? Ja. Fuck, wo warst du? Ich hab mir Sorgen gemacht. Scheiß drauf. Bin froh, dass du noch lebst. Können wir uns treffen? Okay. In 30 Minuten am üblichen Ort. Maybe ist offline. Jan? Die IT soll die GPS-Daten von Nicolas Handy nach Orten durchsuchen, wo er regelmäßig gewesen ist. Ich brauche seinen geheimen Treffpunkt. In weniger als 30 Minuten, okay? Polizei, stehen bleiben. Ganz ruhig. Ruhig. Bist du Maybe? Wo ist Nico? Danke, dass Sie so schnell kommen konnten. Was wollen Sie von meiner Tochter? Sagen Sie endlich, was mit Nico ist. Mit wem? Ich muss dir leider mitteilen, dass Nicolas heute früh tot aufgefunden wurde. Er wurde ermordet. Kennst du den etwa? Wollen Sie sagen, meine Tochter hat etwas damit zu tun? Was ist denn mit dir? Herr Spengler? Herr Kommissar, hat mich was gefragt. Kannst du mal bitte antworten? Herr Spengler! Hey. Herr Spengler! Wir gehen jetzt beide kurz nach draußen und lassen Nora etwas raus. Bitte kommen Sie. Soll sich nicht so anstellen. Jan, kommst du bitte? Ich hätte ihr einfach nicht erlauben sollen, die Schule zu wechseln. Seitdem ist sie nur noch komisch. Kümmerst du dich bitte um Herrn Spengler? Mit den Kaffee mögen oder so. Kommen Sie. Ich war mit Nicolas in einer Klasse, bevor ich die Schule gewechselt habe. Nicolas und du, ihr wart ein Paar. Woher wissen Sie das? Seine selbstgestochene Tätowierung von deinem Online-Namen und euer Foto auf seinem Desktop-Hintergrund.
Eigentlich sollte keiner wissen, dass wir zusammen sind. Wollte Nikolas das so? Ich glaube, er wollte nicht, dass die anderen aus der Klasse wissen, dass wir uns treffen. Kannst du dir da einen Reim drauf machen? Mm-mm. Warum hast du eigentlich die Schule gewechselt? Schwierigkeiten mit den Lehrern. Hatten diese Schüler was damit zu tun, dass du gegangen bist? Kannte sie nur oberflächlich. Nachdem du weg warst, hat Nikolas damit angefangen, die Dedekind-App zu benutzen, um diesen vier Schülern anonyme Nachrichten zu schicken. Er hat von ihnen verlangt, dass sie anzügliche Videos von sich selbst aufnehmen. Aber Dedekind. Davon hat er mir nie was gesagt. Aber dass Blanka sich umgebracht hat, das hat er dir doch bestimmt erzählt. Ja. Was hat das mit Nico zu tun? Blanka hat sich in den Tod gestürzt, als die Videoaufnahme veröffentlicht wurde, zu der Nikolas sie mit seinen anonymen Nachrichten gezwungen hat. Also hat Nico ihr das angetan, hm? Hat sich selber umgebracht, okay? Ganz alleine. Klasse voller Arschlöchern. Und Nico der Einzige mit Herz. Jetzt wollen sie ihm die ganze Scheiße in die Schuhe schieben. Machen sie das immer so, ja? Das Opfer zum Täter machen. Was meinst du damit? Ist doch immer wieder so, dass am Ende so getan wird, als sei das Opfer selbst in allem schuld. Ich würde dir gerne was vorspielen, ist das okay? Sagt dir der Ton was? Jetzt nach Hause, wir sehen uns dann später. Sag mal, Fräulein, willst du mir nicht mal erzählen, was hier was los ist? Noras Vater scheint ja nicht gerade Typ einfühlsam zu sein. Er ist alleinerziehend. Die Mutter starb, als Nora 10 war. Ich habe ihre Aussage überprüft. Offiziell hat sie als Grund für den Schulwechsel tatsächlich Probleme mit den Lehrern angegeben. Glaube ich ihr nicht. Die verschweigt uns den wahren Grund. Und das hat irgendwas mit diesen Vieren zu tun. Warum sollte sie denn lügen? Naja, Nora hat versucht, mich in so ein Gespräch über Täter und Opfer zu verwickeln. Nikolas hat sich dieses Maybe-Tattoo in den Arm gestochen. Es war ihr Online-Name. Der war schwer verliebt in sie. Und direkt nach ihrem Schulwechsel hat er damit angefangen, die anonymen Aufgaben an genau diese vier Schüler zu verschicken. Die IT hat den Code der Dateien auf Nikolas Handy geknackt. In den Ordnern von Blanka, Alessa, Armin und Georg sind Videos. Kommt ihr bitte. Wenn ich bei ihm im Unterricht sitze. Das ist das Video von Blanka, das kennen wir doch. Dann stell ich zeig mir die anderen. Mir die Kleider vom Leib reißt. Du kannst mich schon ab 10 Euro die Stunde buchen und dann mit mir machen, was du willst. Rough und dreckig oder Girlfriend-Sex. Bondage, Dirty Talk, Dildo und Fingerspiele, Natursekt, Petplay. Okay, es reicht. Weiter. Das nächste. Schluss. Mit diesen Videos hatte Nikolas jeden von ihnen in der Hand. Aber wo nahm das Ganze seinen Anfang? Warum überhaupt mitmachen? Alessa hat behauptet, Nikolas hätte ihr gedroht, die privaten Daten von ihrem Handy zu veröffentlichen.
So eine Drohung habe ich in den Nachrichten, die Nikolas von dem Schulcomputer verschickt hat, überhaupt nicht finden können. Stattdessen das hier. Diesen Ton. Das muss ein Zeichen sein für irgendwas anderes. Irgendwas, das so schlimm ist, dass jeder sofort bereit war, so ein Video aufzunehmen und ihm zu schicken. In den Videos geht es immer um sexuelle Demütigung. Ja, vielleicht war das die Ursache. Nikolas wollte alle vier hochgehen lassen. Zuerst hat er das Video von Blanka online gestellt. Und dann, um zu verhindern, dass die anderen drei Videos veröffentlicht werden, muss einer von ihnen Nikolas ermordet haben. Somit hat jeder von ihnen ein Motiv. Ja. Ich weiß, dass ihr euch auf Video aufgenommen habt. Genauso wie Nikolas es von euch verlangt hat. Bitte von den Videos darf keiner was wissen, ja? Ihr wolltet euch nicht verdächtig machen. Wir wussten doch gar nicht, dass Nikolas damit was zu tun hat. Wie hätten wir es wissen sollen? Herr Schumann. Das hier ist ein Ort der Andacht. Schönen Abend noch, Herr Grimm. Gleich. Wie hast du das gemacht? Was meinst du? Als deine Tochter gestorben ist. Wie hast du es geschafft, den Verlust zu verarbeiten? Ich weiß gar nicht, ob ich ihn verarbeitet habe. Ich weiß nur, dass Marie mir dabei hilft, weiterzumachen. Liebe Marie, alle glauben immer, dass ich mich mit dem Tod arrangiert hätte, weil ich einen Weg gefunden habe, ihm auf Augenhöhe zu begegnen. Aber in Wirklichkeit habe ich Angst vor dem Tod, weil mit meinem Tod auch die Erinnerung an dich sterben würde. Und dann würde ich dich endgültig und für immer verlieren. Deshalb werde ich dich nicht vergessen. Ich werde dich bei mir halten, solange ich lebe. Los. Jemand hat das Video von Alessa an alle Handys geschickt, die die Dedekind-App installiert haben. Ich habe den Link weitergeleitet. Du kannst mich schon ab 10 Euro die Stunde buchen und dann mit mir machen, was du willst. Scheiße. Ich hab schon den Klingel da, aber es macht keiner auf. Die ganze Schule hat das Video schon gesehen.
Kommt zu da unten! Wir wollen ja unsere Ruhe! Hast du noch alle Latten am Zaun? Hier ist die Polizei, mach sofort die Scheißtür auf! Und leg schon mal deine Papiere raus! Geh zurück auf deine Bude, zu dir komme ich gleich. Jan? Hier. Polizei aufmachen! Okay. Alessa? Alessa? Scheiße! Jan! Schnell! Ruf mir RTW! Scheiße! Alessa! Alessa, kannst du mich hören? Alessa! Wir haben Alessas Mutter erreicht. Sie hatte Nachtschicht, ist jetzt aber auf dem Weg ins Krankenhaus. Und Alessa ist außer Lebensgefahr. Okay. Nikolas kann das Video ja nicht hochgeladen haben. Ja, aber irgendjemand muss fortgesetzt haben, was er angefangen hat. Ja. Ist Alessas Handy. Ohne Absender. Über die Nachrichten von Nikolas. Kurz bevor ihr Video online gegangen ist, hat Alessa diese Nachrichten hingekriegt. Letzte Warnung, wo ist dein Geständnis? Ein Geständnis? Alessa sollte was gestehen. Also hat sie was getan, was sie nicht oder noch nicht zugegeben hat. Nora, ich habe sie in der Vernehmung überhaupt erst darauf gebracht, dass Nikolas diese Dedekind-App benutzt hat, um seine anonyme Erpressung zu verschicken. Der wollte die vier einfach nur fertig machen. Aber Nora... Die will die App benutzen, um Alessa zu einem Geständnis zu zwingen. Und die wird bei Alessa nicht Halt machen. Bestimmt hat sie auch von Armin und Georg Geständnisse gefordert. Ja, aber dafür bräuchte sie Zugang zu Nikolas Schulcomputer, um von dort die Nachrichten zu verschicken. Komm. Nora hier gewesen. Ja, von ihm wurden gerade noch Nachrichten versendet. An Armin und Georg. Ich warte. Wo ist dein Geständnis? Und hier? Alessas Video ist raus. Deins ist das nächste. Ich gestehe, was du mir angetan hast. Okay. Lass Armins und Georgs Handy orten. Schnell. Gibt's hier irgendwo leerstehende Räume, zu denen die Schüler Zugang hätten? Ja, drüben in der Turnhalle gibt's einen Flur mit leeren Umkleiden, die auf ihre Renovierung warten. Manchmal werden da Partys gefeiert, aber eigentlich darf da keiner hin.
Ja, das Licht hier ist schon ewig kaputt. Wo finde ich die Umkleide? Hinten durch, die Treppen rauf. Okay, Sie warten hier, bis meine Kollegen kommen und schicken Sie nach. Krankenwagen. Das Mädchen ist oben in den Duschräumen. Wir wollten ihr nur Angst einjagen, wirklich. So wie Nikolas? Wollten Sie dir dem auch nur Angst einjagen? Nein, das war ich nicht. Riegelt die Schule ab. Der andere Junge muss noch irgendwo hier sein. Ich hab Nico nicht getan. Ich hätte alles sagen sollen. Ich hätte zur Polizei gehen sollen und alles sagen sollen. Es ist nur so schlimm geworden, weil ich so lange nichts gesagt habe. Ich hatte so Schiss vor den ganzen Fragen. Das war Schuldisco. Wir haben alle getrunken. Ich habe mit Armin rumgemacht. Georg, Alessa und Blanca waren auch dabei. Und dann müssen wir hier hoch und... Am Anfang war alles schön. Gelacht und Spaß gehabt. Und dann wollte Armin mehr. Dann habe ich ihm Stopp gesagt. Ich habe geschrien und um mich geschlagen. Die anderen haben nur gelacht. Dann hat er mich vergewaltigt. In dem scheiß Duschraum. Die anderen haben alle zugeschaut. Und Nikolas, der hat dich überall gesucht. Und dann hat er dich hier mit den anderen gefunden. Durch die Tür hat er alles gesehen. Hat den Feueralarm ausgelöst. Ich glaube, der ist damit nicht fertig geworden. Er hat angefangen, die anderen zu erpressen. Er wollte dich rächen. Ich hätte nicht gedacht, dass er so weit gehen würde, weil ich wollte nicht, dass Blanca stirbt. Ich wollte nur, dass alle gestehen, was sie mir angetan haben. Gleich.
Armin ist weg. Wir können ihn nicht finden. Sollen wir eine Fahndung rausgeben? Das ist nicht nötig. Ich weiß, wo er sich am sichersten fühlt. Was ist denn das hier? Ich habe Georg befragt und er hat die beiden zufällig im Park gesehen, was fotografiert. Dann wurde ihm klar, dass Nicolas und Nora ein Paar sind. Dann hat er es Armin gezeigt. Herr Schumann, habe ich mich das letzte Mal nicht deutlich genug ausgedrückt? Ist Armin da? Haben Sie eine gerichtliche Vorladung? Kennen Sie Ihren Sohn eigentlich? Was für eine Frage soll das sein? Sie wissen also, wozu er fähig ist. Dass er ein Mädchen im Duschraum der Schule vergewaltigt hat. Und jetzt alles tut, um diese Tat zu vertuschen, weil er es eben so bei Ihnen gelernt hat. Also eine Frechheit. Eine Verleumdung. Fragen Sie Ihren Sohn doch einfach. Armin, kommst du mal bitte? Armin! Was wollen Sie von mir? Sie sehen doch wohl selbst, dass mein Sohn aufgrund der Ereignisse unter schwerem Schock steht. So geschockt, dass er Nora Spengel aufgelauert hat? Zusammen mit seinem Freund Georg Martens? Um sie wieder in die Turnhalle zu bringen? In den Duschraum, in dem du sie vergewaltigt hast? So war das nicht. Ja, wir waren betrunken. Sie wollte es ja auch. Armin. Warum hast du dann gemacht, was in der anonymen Nachricht von dir verlangt wurde? Wenn das alles eigentlich ganz harmlos war. Jetzt ist es gut. Armin, kein einziges Wort mehr. Du hast Nora vergewaltigt. Und als du mitgekriegt hast, dass Nicolas jetzt mit ihr zusammen ist, dann war dir klar, dass er hinter dieser Nachricht steckt. Du hast ihn unter irgendeinem Vorwand in diese Ruine gelockt, um ihn dort zur Rede zu stellen. Sie gehen jetzt sofort. Und Armin, verschwinden! Er hat mir gedroht. Er wollte die ganze Welt wissen lassen, was ich getan habe. Er wollte alles veröffentlichen. Armin! Papa, lass mich in Ruhe! Man ist doch alles nur so weit gekommen, weil ich deinen scheiß guten Ruf retten wollte. Nico wollte allen erzählen, dass ich ein Vergewaltiger bin. Und ich habe mir nur Gedanken gemacht, was mit meinem Vater passiert. Und dann sind bei mir die Lichter ausgegangen. Sag. Nichts mehr. Und dann habe ich einen Stein gegriffen, Papa. Und habe zugeschlagen. Und dann war Nico still, Papa. Dann war er endlich still. Wir haben es nicht besser verdient. Wir haben gelacht, obwohl wir Armin hätten stoppen müssen. Wir haben geschwiegen, obwohl wir sofort die Wahrheit hätten sagen müssen. Und wir haben uns nicht gemeldet, obwohl du uns gebraucht hättest. Ich habe diese Schuld mit mir herumgetragen und wollte nicht wahrhaben, dass ich das war. Aber das ist nichts dagegen, wie es dir gegangen sein muss. Gestern konnte ich das nicht sagen.
dachte, ich sollte eher sterben. Aber heute ist ein neuer Tag und ich hoffe, dass ich anfangen kann, die Dinge richtig zu machen. Nora, das ist für dich. Es tut mir leid. Es gibt keine Entschuldigung dafür, was wir dir angetan haben, aber es tut mir unendlich leid. Und dass du Nico nicht mehr hast, dafür gibt es keine Worte. Ich hoffe trotzdem, dass du auch einen neuen Tag haben kannst und dich ihm stellst. Egal wie schmerzhaft er ist. Weil alles ist besser als aufzugeben. Alles ist besser als zu schweigen und es allein auszutragen. Und wenn du willst, dann melde dich bei mir. Ich werde für dich da sein. Deine Alessa.